Hallo miteinander, jetzt geht's endlich mal los mit meiner Roomtour. Ich habe schon lange euch versprochen, dass ich eine Roomtour mache. Und jetzt gibt es die Roomtour von meinem Vario 818 mit dem eigenen Aufbau. Also, das Fahrzeug hier ist der Mercedes Vario 818 von 2011 mit etwa 220 PS. Und abgelastet auf 7,5 Tonnen. Ja, dann der Aufbau. Das Ziel war, den gasfrei zu machen. Und zwar, dass er nur von der Solarenergie lebt. Und zwar total wie in einem Haus mit allen Geräten, die ein Haus auch zu bieten hat. Von Kochen, Waschen, Klimaanlage, Backofen. Ja, jedes Gerät einfach, dass ich da eingebaut habe. Ja, und ich glaube, das ist mir auch gelungen. Ich habe jetzt noch im Herbst gute 10 Kilowatt Ertrag von der Sonne. Ich kann auch heizen damit über die Klimaanlage, weil die sehr wenig Strom verbraucht. Ja, okay, dann gehen wir weiter. Ja, und zwar fangen wir gleich innen an. Das ist vielleicht das, was euch am meisten interessiert. Ah, jetzt muss ich auf Breitbild umschalten. So, Breitbild. Okay, zuerst mal den Alkoven, schön gebettet. Hier so USB-Lämpchen mit einem Schalter, wo man ein- und ausschalten kann. Rechts und links eigentlich dasselbe. In der Mitte noch eine kürzere Matratze und man kann da eben rechts oder links schlafen und in der Mitte runtersteigen, damit das Ganze 2 Meter lang wird, musste man hier noch ein bisschen vom Innenraum nehmen mit diesen 2 Schubladenblöcken. Das Besondere daran ist, dass hier auch zugleich noch eine Treppe ist zum Hochsteigen auf den Alkoven oder dann eben als Ablagefach zum Kleider oder so reintun. Hier unten habe ich Flaschen drin und hier halt Kleider. Und da sind noch 3 andere Fächer mit meinen Kleidern. Mehr habe ich glaube nicht. Ihr seht auch gleich noch den Durchgang, wenn wir schon hier sind. Da geht es nach vorne, da geht es runter. Es reicht, weil da geht man ja nur rein, wenn man mal was vergessen hat. Dann ein großes Dachfenster, Safari-Dachfenster. Da kann man auch aufs Bett stehen und oben rausschauen. Da ist man über 4 Meter oben. 2 Fenster, eins rechts, eins links, von Outbound. Und wie ihr seht, die Alkovengröße, das ist von hier unten vom Boden bis zur Decke ist 1,05 Meter relativ viel. Aber ich wollte da nicht irgendwo in einer Höhle schlafen, sondern ich wollte einfach Platz haben. So, jetzt kommen wir noch zur Toilette. Das ist hier drin. Die Tür hier hat übrigens eine Doppelfunktion. Dient auch als Raumteiler. So, das ist die Toilette. Ganz normale Keramiktoilette mit Zerhacker. Machen wir Licht. Das Licht hier ist übrigens 230 Volt LED. Ja, mit Zerhacker und Bidet. Hier ist ein Bidet, das ist das Bidet da. Und hier kann ich dann da hochspritzen. Toilettenpapier wird extra entsorgt, das kommt immer hier rein. Es ist auch immer sauber. Weil ja man eine Gesäßdusche hat. Ja, dann hier hat es auch wieder ein Aufbaufenster. Dann hier ein paar Regale, ein Spiegel und hier noch ein Ablagefach. Ja, mit ein paar Dingen drin. Ne? Und das Besondere, hier guckt der Arsch der Kaffeemaschine hinten raus. Hier ist der Wassertank und ich kann direkt hier mit dem Teil, zack, Wasser auffüllen. Herrlich.
Jawohl. Und dann auch die Kaffeebohnen, die kommen hier rein und das riecht dann immer sehr angenehm in der Toilette und der Stuhlgang geht, glaube ich, auch ein bisschen schneller. Gut, dann weiter. Hier ist die Dusche. Dusche hat auch viel Platz, ist etwa 5 und was ist die? 65, glaube ich, auf 65 oder 70 ungefähr. Also hat Platz mit Dachfenster. Und hier hinten ist das Expansionsgefäß von der Heizung, von der Warmwasserheizung. Schön verstaut. Das macht man hier rein, falls da mal überläuft oder so, dann gibt es keine Sauberei. So, nochmal die Toilettentür, eben mit Raumteiler. Jetzt hat man hinten den Schlaf- und Baderaum und kann hier zumachen. Oben noch auch ein bisschen offen für Belüftung. Okay, hier ist das andere Ende der Kaffeemaschine, das wichtigere Ende. Das ist eine, glaube von der Schweiz sogar. Die habe ich da reingemacht, die hatte ich nicht eingeplant und da muss den Platz her. Ja, und jetzt ist sie drin und sie nimmt auch kaum Platz weg. Perfekt. Hier Induktion, Zweierkochfeld von K&H. Ich habe, glaube ich, schon 3 von denen gekauft in verschiedenen Campern. Bin sehr zufrieden. Ich koche mein Wasser hier mit etwa nur 600 Watt, das reicht schon. Man kann auch mehr, aber es ist nicht nötig. Dann die Küche selber habe ich wirklich so gemacht, dass ich auch einen guten Arbeitsplatz habe. Das ist mir wichtig. Wirklich Platz, dann ja, hier zum Abwaschen. Und was auch noch speziell ist, sind große Schubladen. Hier unten zum Beispiel ist nur das Hundefutter drin. Da gehen 3 12 Kilogramm Säcke rein, die ich da reinmachen kann. Hier sind die Töpfe, wir sagen Pfannen, Abfalleimer. Ja, und hier ein paar Elektrogeräte, ein paar bisschen Vorrat. Dann hier auch, ja, hat also genügend Platz und hier ist ganz viel Mehl, auch Vorrat. Also bin sehr zufrieden damit. Was auch noch speziell ist, ist der Tisch hier. Der dient auch als Arbeitsplatte, wenn man jetzt zum Beispiel hier kocht. Dann hat man hier auch noch Platz zum sein Zeug hinlegen. Also einfach, dass der Koch, der dann hier kocht, ich bin es nicht so viel, auch schön Platz hat. Das ist ein Lüftergerät mit Wärmerückgewinnung, habe ich im letzten Video mal vorgestellt. Manuell, hier kann ich einfach die Luftgeschwindigkeit einstellen und dann lüftet das. Das Ziel ist, dass im Winter nicht so viel Feuchtigkeit hier drin ist, was eigentlich so gewährleistet sein sollte. Die Oberschränke, die sind ziemlich groß auch. Übrigens alles auch geklebt, damit es nicht knattert, geklebt und geschraubt. Also ihr seht, richtig schön Platz. Dann da hier die Gläser, damit das nicht so einen Lärm macht beim Fahren. Jawohl. Dann hier hat es noch mehr Oberschränke, Teller, auch in so einem Schaumstoff drin. Ja, die Hecksitzgruppe gefällt mir sehr. Ich wollte eine Hecksitzgruppe, wo man Platz hat, wo man vor allem Rundumsicht hat, weil ich gucke extrem gerne raus, wenn es jetzt regnet oder so, dann bin ich hier drin, aber meistens bin ich draußen. Hat Platz und da hinten ist zusätzlich noch eine Truhe. Da kann ich auch die Gitarre runter machen. Also da hinten, der ganze hintere Teil, ist noch ein Raum mit ganz viel Platz. Dann hier noch 2 Eckschränke und oben halt ein Haufen Schränke. Und hier in der Mitte das Besondere, das ist meine Heizung und meine Klimaanlage.
funktioniert tiptop. Verbraucht, wenn die Temperatur einreguliert ist, verbraucht die nur noch 200 Watt. Das ist Wahnsinn. Ja, und ihr seht auch gleich das Licht. Das ist LED. Und zwar hinter der Leiste. Da kann man auch die Farbe noch verstellen. So. Verschiedene Farben und so, ja. Spielereien, aber ja. Es gibt auf jeden Fall ganz schön angenehmes Licht. So, was ich auch speziell gemacht habe, damit ich es nicht vergesse, die Induktionsplatte, wie ihr seht, die kann ich einfach rausheben. Die kann ich ganz einfach rausheben. Da hinten ist ein Stecker, ausstecken. Und dann kann ich draußen kochen. Also ich muss nicht noch eine extra Platte haben, sondern ich nehme die einfach noch raus draußen. Draußen habe ich Steckdose und kann auch draußen kochen. Zum Beispiel, wenn es ganz heiß ist im Sommer oder wenn im Winter da drin vielleicht zu viel Feuchtigkeit ist, dann koche ich dann schnell draußen. Jetzt, ihr seht, es ist ganz einfach. Jetzt mache ich sie rein. Einfach rein, zack und schon wieder drin. Super Sache. Also. Ja, und jetzt kommen wir zum Kühlschrank. Und zwar, das ist ein Beko, ein Inverter-Kühlschrank. Was mir wichtig war, der hat halt Elektronik, aber der kann das Tiefkühlfach, das wir hier sehen, einzeln regulieren, die Temperatur. Also hier Tiefkühlfach, richtig Platz. Das ist bei mir auch meistens voll mit Gelato, Glasse und ja, sogar das Toastbrot ist drin. Hier habe ich sogar noch Mozzarella Buffalo von Italien. Also wenn ich in Ländern bin, und dann kaufe ich manchmal die Spezialitäten. Der Käse ist auch von Italien noch. Und noch Fleisch. Fleisch und Fisch. Ja, da habe ich immer dabei. Immer schön im Tiefkühler, hat richtig Platz wie im Haus. Das war mir wichtig. Dann der Kühlschrank selber auch, beleuchtet, LED-Licht. Und hat eigentlich auch genügend Platz. Also, das reicht, aber der ist bei mir nie pumpenvoll, eher der Tiefkühler. Dann oberhalb die Lüftung, hier habe ich extra einen Spalt gelassen. Verbraucht nicht viel Wärme, unten geht die Luft da rein, da unten, und kommt dann oben wieder raus. Der muss natürlich hinterlüftet sein. Dann hier auch, da ist noch ein Druck drin und einfach ein bisschen noch Platz für ein Fach. Hier ist noch ein Fach und hier wäre der Kleiderschrank mit den Jacken. Das wenige, was ich noch habe. Ja, hier kommt meine Mikrowelle, Kombigerät, Backofen und Steamer. Alles zusammen, auch Invertertechnologie und hat genügend Platz. Da backe ich auch mein Brot selber immer. Und der kann echt alles, einfach alles ein bisschen kleiner, aber das ist ein multifunktionales Gerät. Ja, ich kann auch Pizza machen, Kuchen, Fladen, alles tipptopp. Hier seht ihr den Typ, damit ihr nicht fragt. Ja. Ja, hier ist mein Staubsauger. Den habe ich schon lang. Und mein Router, der Telefonica Route 955, die Antennen auch, die sind aber diesmal drinnen im Wohnmobil, weil es GFK ist, das dämpft nicht so das Signal. Die sind da hinten in der Ecke, sind zwei Antennen für Mobilfunk und für WLAN und auf der anderen Seite vorne. Also nicht mehr draußen, weil die habe ich mir immer abgerissen bei meinen wilden Touren. Hier ist meine zweite Heizung. Und zwar mit Zeiteinstellung hoch und nieder. Also abends und morgens oder tagsüber kann ich da anstellen. Wenn ich jetzt hier anstelle, dann fängt es an zu heizen. Dann kann ich die Temperatur einstellen. Ja. Und auch die Zeit hier. Da kann ich sagen, von dann bis dann soll es heizen. Dann hier seht ihr die Standheizung, die war schon original drin. Ich habe einfach die anders umgehängt. Und zwar hier habe ich die Schläuche angeschlossen ans System und
Da heize ich mit Diesel, wenn es dann wirklich ganz kalt ist, und sonst eben mit der Klimaanlage. Dann zusätzlich während der Fahrt, wenn der Motor warm ist, kann ich hier die Wasserpumpe der Heizung anstellen und dann wird auch hinten im Aufbau geheizt. Einfach dieser Schalter, jetzt hört ihr sie. Und zwar die Wasserpumpe der Ebersbecherheizung, und zwar habe ich die einfach hier abgegriffen, ein Loch gebohrt und die wird direkt hier drin angesteuert über dieses Kabel. Ja, der Tisch kann man übrigens auch noch runterfahren und man kann ihn drehen oder verstellen. Und was auch noch ist, hier unten hat es auch noch ein Fach. Da habe ich ein bisschen Notvorrat, Schaumstoff drin. Das Polster ist Mikrofaser. Wirklich sehr angenehm, gut zu reinigen und das haben sie für Autositze eigentlich verwendet, also hohe Qualität. Ich bin sehr zufrieden, die Farbe passt auch. Und was braucht es noch? Ein Schuhfach. Schuhfach, das kommt hier. Großes Schuhfach, wo ich meine Schuhe reintue. Die wenigen. Ja, noch was habe ich fast vergessen. Hier habe ich eine Steckdosenleiste mit USB, da kann ich also auch das Handy laden. Genügend Kabel hier. Auf beiden Seiten habe ich dasselbe. Und noch eine Kamera rechts und links, einfach wenn was ist, die nimmt immer auf bei Bewegung nach draußen. Aber die habe ich jetzt auch im Wohnmobil, weil die habe ich mir vorher immer abgerissen, wenn die draußen sind. Die kann ich dann einfach zugreifen über das Handy. Es speichert zwar nur auf der Karte, die in der Kamera ist, also keine Upload, aber ja, hoffe, das reicht. So, drinnen sind wir praktisch fertig. Noch die Eintrittsstufe, das sind zwei Fächer, hier nur ein kleines. Jetzt gehen wir raus. Hä? Das ist mein Eingang, die Treppe. Das Gute daran, egal welche Position, die Stufen bleiben immer gerade, egal ob es tief runter geht oder hoch. Und wenn ich fahre, kommt die natürlich raus, wird rausgezogen und dann kommt sie hier rein. Die ist dann nur noch 6 cm hoch und hat da sehr gut Platz. Ja, was habe ich sonst noch? Staukisten, hier ist sind all meine Maschinen drin, hat ziemlich viel Platz, wie ihr seht, auch hier. Dann haben wir hier den Unterfahrschutz, den kann man auch hochklappen, mit zwei Stiften geht das ganz einfach, hier einfach den Hebel rausziehen, beide, und dann hoch. Weiter seht ihr gleich meine Klimaanlage, da unten um meine Heizung, also das Außengerät. Wunderbar, super Gerät. Der ganze Rahmen ist natürlich federgelagert, sieht man hier. Die feste Verbindung ist im vorderen Drittel, also nicht hinten. Und zwar hat das den Grund, dass der Alkoven ja möglichst sich wenig bewegen sollte. Sieht man hier, damit man da nicht allzu viel Abstand machen muss. Also, die feste Verbindung ist etwa hier auf dieser Höhe. Ja, hier auch Staufächer. Hier habe ich ein paar Keile zum Auffahren, weil Hubstützen habe ich jetzt keine mehr. Also da muss ich das so machen mit so ein paar Hölzer. Da drunten ist gerade eins. Dann hier ist noch ein langes Staufach. Da kommen vor allem längere Sachen rein. Grill, Wasserpumpe ist auch noch drin, Feuerlöscher. Dann Haufen Fächer, hier gerade leer geräumt. Hier kommen wir gleich zur Elektronik. Hier sind meine Lithiumbatterien. Das sind 770 Amperestunden bei 24 Volt. Das sind etwa 20 Kilowatt. Ja, dann da sind die Solarladeregler montiert an einem Alublech, das ist weiß lackiert, damit die Wärme auch schön weggeleitet wird. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Hier habe ich noch ein kleines Fach mit ein paar Utensilien drin.
Dann hier seht ihr die zwei Wechselrichter, 2,5 Kilowatt Dauerleistung jeder. Ich habe immer alles doppelt, falls einer aussteigt. Dann hier habe ich einen Hauptschalter zur Starterbatterie, damit ich von hier starten kann oder auch die Batterien laden kann über die Lichtmaschine. Hier seht ihr den Servo GX, der sammelt alle Daten. Hier sind die Sicherungen, alle für die 24 Volt Sache. Dann hier ist, das sind eigentlich die Spannungen von der Lithiumbatterie und auch die Zellunterschiede, wo ich hier ablesen kann. Dann habt ihr hier noch, das ist nur ein Step-Up-Wandler, ein Ladegerät. Für den Bike-Akku. Ich lade die nur immer zu 80%, einfach hier einstecken, dann wird das Teil geladen. Ist jetzt aber voll. Ja, weiter. Die Türe hier ist eine 3-Punkt Verschluss. Also hier habe ich noch, ihr seht, gehen zwei so Metallteile hoch und runter, damit die gut verschlossen ist. Dann die Garage ist hier, hat sehr viel Platz, auch Höhe. Ich muss mein Rad nicht zerlegen. Da haben zwei Räder Platz und auch mein ganzes Campingzeug, Stühle, Tisch. Ist noch ein Riffelblech am Boden. Hier hinten habe ich noch ein Fach. Da ist ein Luftboot von Grabner, das ich da brauchen kann. Dann weiter hier seht ihr gleich den Wassertank. Das ist 500 Liter sind da drin. Oberhalb ist dann gleich der Tisch. Und die Garage ist auch der Grund, warum ich hinter der Sitzgruppe nochmal so eine Truhe habe, damit die Garage einfach mehr Platz hat. Genau da oben, da sitzt man und dahinten ist dann die Truhe. Ja, rechts und links Airline-Schienen, damit man alles schön befestigen kann. Dann hier geht auch noch eine Heizleitung durch, also die ist leicht temperiert, kann man sagen. Ja, hier ist der Dieseltank, ganze 400 Liter. Der braucht natürlich Platz. Ganze 400 Liter, damit komme ich über 2000 Kilometer weit mit einem durchschnittlichen Verbrauch von etwa 18 Liter. Dann hier drin ist noch ein Zusatztank, hier hinten, da sind 10 Liter drin. Da läuft der Rücklauf rein vom Motor. Der wird immer gefüllt und wenn der voll ist, dann fließt es durch eine der zwei schwarzen Leitungen in den großen Tank zurück. Wenn jetzt mal der große Tank fast leer ist und es geht hoch oder runter, dann fließt ja der Diesel in eine Ecke, dann saugt er Luft an. Dann kann ich vorne mit einem Schalter einfach das Elektroventil, das ihr da seht, einfach umschalten und dann wird es von dem Tank angesaugt. Wenn ich wieder zurückschalte, wird der sofort wieder gefüllt, weil ja nur der Rücklauf dran ist. Also da hat es nur drei Anschlüsse da oben. Gut, des Weiteren hat hier noch eine Handpumpe mit ersten Vorfilter. Der filtert also zuerst, bevor es dann in den Hauptfilter geht. So, dann hier im vorderen Fach, da ist der Abwassertank. Das ist dahinter, der hat etwa 170 Liter, also Toilette und Abwasser geht alles in denselben Tank, weil es ja verflüssigt wird. Plus noch ein bisschen Stauraum. Hier habe ich noch eine Schlauchbox, zum Druckluft zu haben, zum irgendwas auszublasen. Ist immer gut. Da ist noch ein Wärmetauscher. Hier. Und zwar hier, damit kann ich, wenn ich fahre, auch hinten über das Warmwasser vom Motor heizen. Mit einem Schalter, der ist jetzt zu, im Sommer muss da nicht die Wärme hierher geführt werden. Ja, dann gehen wir ins Cockpit. Hier unten sind die Starterbatterien, habe ich kürzlich ein Video gemacht. Die sind hier drin, das sind vier. Also nein, 8 Lithium-Batterien, 40 Amperestunden, das reicht also locker zum Starten.
Die sind hier mit einem Ballastsystem, aber ohne BMS, weil die dürfen nicht einfach während der Fahrt abgeschaltet werden, sonst kann die Elektronik vom Fahrzeug kaputt gehen. Ja, dann weiter, hä? Schwingsitze natürlich von Isri. Dann hier haben wir, ich habe vier Kameras und zwar zwei auf dem Dach, da kann ich umstellen, rechts und links. Da sehe ich dann, ob ich unter die Brücke durchpasse oder nicht, auf beiden Monitoren, plus noch hinten, eine links, eine rechts, damit ich dann, wenn ich irgendwie nach hinten fahre, wirklich etwas sehe. Und des Weiteren, falls eine kaputt geht, habe ich einen zweiten, weil ich musste mal ohne Rückfahrkamera fahren, weil der Bildschirm kaputt gegangen ist und das ist echt scheiße. Dann hier ist eine Dashcam, die nimmt immer auf, also auch wenn vorne, wenn Bewegung ist, nimmt die auf, hat hier auch noch eine Kamera rechts, also die nimmt dauernd auf, sobald sich was bewegt. Hä? Dann hier habe ich ein Reifenkontrollsystem, das heißt, ich sehe da, wenn ein Reifen zu wenig Druck hat. Auf das kommen wir gleich nochmal. Hier sind zwei Schalter, hier kann ich eben den Tank umschalten auf den kleinen Reserve, wenn ich nach oben tue. Und hier ist noch der Abwasser, der hat nämlich ein Ventil, ein Kugelhahn und dann kann ich da einfach das Abwasser ablassen, wenn ich nach oben gehe. Ja, und jetzt seht ihr auch, ein Reifen vorne links hat nur 3,6 Bar. Da musste ich ein Ventil wechseln und jetzt zeige ich euch gleich meine Reifenfüllanlage. So, die Reifenfüllanlage braucht natürlich Luftdruck. Diese liefert die Luftdruckanlage des Varios selber. Die braucht sie für die Bremsen, vor allem für die Handbremse, plus noch für die Bremsunterstützung. Jetzt fülle ich da ein bisschen, habe da eine Leerlaufrebung mit diesem Schalter hier. So, und jetzt ist er wieder im normalen Leerlauf. Jetzt ist der Druck da, jetzt kann ich wieder abstellen. Also, jetzt habe ich am jedem Rad habe ich so eine Box. Und da drin ist ein Schlauch, da kann ich aufmachen. Jetzt halt einhändig. He. Dann ist da ein Schlauch, ein Luftdruckschlauch. Der hat jetzt noch keinen Druck. Der hat eine Kappe, das muss ich jetzt wegnehmen. So, jetzt tut es mir die Anlage füllen mit dem Reifendruck. Und jetzt geht hier ein Alarm los. Der ist jetzt noch bei 1,3. Jetzt lasse ich den Druck aber wieder zurückfließen. Und zwar hier, da habe ich einen Haupthahnen. Hier. Da lasse ich dann den Druck vom Kompressor rein. Stelle hier ein auf 5 Bar, das mache ich mit dem, da kann ich jetzt höher auch, aber 5 Bar. Und dann füllt es mir den Reifendruck, das seht ihr jetzt hier, und zwar links unten. Vorher war er bei 1,8 und jetzt füllt es den 4,4 und jetzt geht er immer mehr nach oben. Der Signalgeber merkt auch, dass eine Druckveränderung stattfindet und sendet sofort das Signal. Wenn ich jetzt jeden Schlauch hier an die anderen anhänge, die sind aber schon bei 5, dann würde es alles miteinander auffüllen oder eben Druck ablassen. Also ihr hört, es füllt immer noch langsam auf. Jetzt sind wir schon beim 4,9. Ungefähr bei 5, 5,1 wird es dann aufhören. Ja, hier steckt man die Schnellkupplung eigentlich ein, aber das brauche ich zwei Hände und dann, ja, das muss man nur einstecken und dann geht es schon los. Hinten habe ich das im Staufach drin montiert. Da kann ich jetzt nur das rausnehmen. Hier habe ich noch, weil ich habe ja Zwillingsräder, hier habe ich noch zwei Ventile zum Einstecken und der Schlauch kommt dann hier an. So, ich habe jetzt das schnell eingesteckt für euch. Also, ein T-Stück, alles Schnellkupplung, das geht ganz schnell. Und
wenn ich jetzt jedes Rad so anhänge, so auf beiden Seiten, dann kann ich miteinander alle 6 Räder hoch oder runter fahren mit dem Druck. Also ich habe das nicht gemacht nur für ein Rad zum Aufpumpen, sondern für alle miteinander, weil ich fahre viel Piste und eben auch mal Sand und das ist extrem mühsam. Jedes einzelne dauert auch Zeit und so dauert es relativ schnell. Runter geht schneller wie hoch, aber man kann dann einen Kaffee trinken. Das macht es alles automatisch und ich habe hier die Anzeige. Das wird dann sofort übertragen und dann sehe ich, jetzt ist gut. Die sind jetzt also alle etwa bei 5 Bar. Ja, das sind dann die Sensoren da hier, die den Druck übertragen. Das habe ich aber bei den Chinesen gekauft für nur 50 Euro. Einfach in eBay schauen. Hier hat hinten noch ein Solar. Das braucht kein Kabel, obwohl es ein Stecker hat zum da einstecken. Aber weil der immer wieder mal Sonne kriegt, muss man den nie nachladen. Das Ganze kommt dann wieder hier rein mit den T-Stücken und dann kommt der Deckel ran. Schraubt man wieder zu und fertig. Ja, super Sache, dann hier einfach das Ventil wieder zumachen, wobei der Druck hält, aber falls da irgendwas undicht, damit der Bremsdruck nicht verloren geht, ist eine Sicherheit. Es ist zu, der Druck bleibt zwar jetzt hier und ja, hier kann man das alles regulieren. Ich habe hier noch einen Schlauchanschluss, wobei den ich eigentlich nicht brauche, weil ich hier eine Schlauchrolle habe. So, und das Fach ist hier abschließbar. Hier ist noch Wasserschlauch, hat noch Platz da drin. Abschließbar zu und es ist geschlossen. Niemand weiß, was da drin ist. Ja, nochmal zurück zum Doppelboden, Zwischenboden. Ich habe den extra hoch gebaut und zwar der ist so hoch wie die Wechselrichter da hinten. Übrigens hat das noch eine Wärmeabfuhr. Hinten hat es Löcher, damit die Wärme auch weggehen kann. Hier in diesem Fach, das ist genau 48,5 hoch, habe ich im Ganzen all diese Boxen Platz, 7 Stück Euroboxen, auch hohe. Und oben habe ich immer noch Zwischenraum, also ich habe sehr viel Platz, was mir eigentlich wichtig ist. Das ist die andere Seite vom Wassertank, Abwassertank, der ist hier, hä? Das ist die Leitung von der Dusche. Auch hier Duschleitungen und auch hier habe ich 4 Boxen, haben hier Platz, 4 blaue Boxen plus diese kleine und hier kommt noch ein Akku hin. Also hier ein bisschen Notvorrat, Mehl und Kondensmilch. Ja, es hat also reichlich Platz. So sieht es aus, wenn alles voll ist. Da ist noch ein Schraubstock, mein Werkzeugkoffer, ich habe ja immer alles weg dabei. Und hier alle Kisten und ihr seht, ich habe reichlich Platz, auch zum da mal reinlangen. Alles ist da. Da habe ich noch fast die Waschmaschine vergessen. Da habe ich extra ein Fach gebaut. Das ist hier. Die ist diesmal direkt an die Wand geschraubt, weil da habe ich ein gutes Holz, gute Verbundplatte, ein Stück, das hält auch. Und kann die ganzen Schwingungen aufnehmen. Das ist eine 3 Kilogramm Waschmaschine mit verschiedenen Programmen. Kochwäsche, 60, 40, Schleudern. Ja, die hat alles. 3 Kilo eben verbraucht etwa mit zweimal Spülen etwa 20, 21 Liter. Dann habe ich natürlich alles auf biologisch umgestellt. Das seht ihr hier, Galseife und von Sonett ein Biowaschmittel. Kostet etwa 20 Euro, 5 Liter, reicht mir gute 3 Jahre. Mit dem wasche ich auch das Geschirr ab übrigens. Jawohl, hier habe ich noch eine Füllstandsanzeige vom Wasser. Da muss ich da oben aber das Ventil aufmachen. So, damit Luft reingeht. Und jetzt sieht man hier den Füllstand des Tanks, etwa noch ein Viertel voll. Oder dann eben das Ganze noch elektronisch, zu dem kommen wir gleich. So, jetzt kommen wir zu den verschiedenen Anzeigen von Victron.
Einerseits über die IP-Adresse hier oben habe ich Zugriff über den Router, muss natürlich mit dem Router verbunden sein, das ist hier oben. Und dann habe ich hier eine Gesamtübersicht von Solarleistung, welche Lasten gerade verbraucht werden, der Ladezustand der Batterie, dann das Schmutzwasser und das Frischwasseranzeige und hier die Pumpe kann ich einschalten oder ausschalten. Das sind so diese Dinge. Also dann kann ich da weiter ins Untermenü gehen. Hier, da habe ich dann alle Geber eigentlich. Schwarzwasser, ich kann da jeden einzelnen andrücken. Da kann ich alles einstellen, was ich will. Wie viel Liter das verbleiben hier, also im Setup. Kann ich genau definieren, welcher Ohm-Widerstand der Sensor hat, die Kapazität des Tanks. Liter oder Gallonen oder was auch immer. Ich kann da also alles einstellen, was ich will. Und auch dann kommen die, das ist die Batterie, der Batteriecomputer, sieht man auch alles. Dann hier die Inverter, da die Spannung ein. Da kann ich sagen ein oder aus, wenn ich will, oder auf Öko. Dann die Solarregel, die sind hier. Da sehe ich dann, was kommt von der Solaranlage oben runter, welche Spannung. Dann die Batterie, die Strom von der Batterie, wie viel Strom. Und der gesamte Ertrag wird hier auch eingezeigt, ja. Und so weiter, sind alle Geräte drin und hier habe ich sonst noch Einstellungen. Ja, dann weiter gibt es hier noch das VRM-Portal. Hier wird alles aufgezeichnet. Das habe ich nur per Internet, kann ich das zugreifen. Da werden all meine Daten hochgeschickt, sofern ich natürlich am Modem Internet habe und sonst werden die zwischengespeichert. Und dann kann ich hier schauen, das ist jetzt die letzten 7 Tage, was ich hier so einen Ertrag hatte, 4,6 Kilowatt. Hier war mal ein ganz großer, 8,7. War gutes Wetter, aber nicht ganz gut. Hier war Regen, ganzer Tag, aber immer noch 1,8 Kilowatt. Und das war gestern, vorgestern, 6,5 und 6. Und das ist jetzt von heute bis 12 Uhr, ja. Also hier sehe ich dann alles, auch hier in der Gesamtübersicht, was vor 3 Minuten da hochgesendet wurde. Des Weiteren hat man hier natürlich noch der Zugriff über Bluetooth über jedes einzelne Gerät. Also das ist schon die 3. Funktion von Victron. Da habe ich jedes einzelne Gerät, kann ich auch noch so zugreifen. Solarradregler. Und hier werden auch die Leistungen angezeigt. Hier dann, das kennt ihr vielleicht schon, dann auch, was ich da reingeholt habe. Auch hier der Maximumertrag, das war gestern, das war fast 1,2. Und hier ist sogar drüber gegangen, 1,2 und 59. Ja, hier werden auch Daten, aber nur für die letzten 30 Tage aufgezeichnet. Da habe ich auch hier Zugriff auf jedes Gerät zusätzlich noch. Ja, dann kommen wir noch zu der Solaranlage. Und zwar 5 Module. Eines hat 400 Watt. Das macht also zusammen 2000 Watt. Und zwar von SunPower Maxon 3. Sehr leistungsstarke Solarmodule. So, jetzt sind wir auch schon beim Schluss angelangt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und wenn doch, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Ich werde sicher die Fragen beantworten, soweit ich das kann. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch noch die ganzen Videos, wo ich das ganze Expeditionswohnmobil gebaut habe, anschauen. Da ist das alles dokumentiert. Ebenfalls auf meinem Blog auf womo-adventure.com. Auch da könnt ihr das Ganze anschauen und vielleicht noch mehr Details rausziehen. Okay, schön, wart ihr dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!